was bisher geschah. Kind, mach das Fußballfeld klar. Mit der Crew dieses Raumschiffes basteln wir uns unsere eigene WM. Die Battledore war mit dem neuen Spikehopper nach Lunar 7 geflüchtet. Doch die Schurken um Darren King blieben ihnen dicht auf den Fersen. Sie ahnten nicht, dass sie auf Lunar 7 eine noch größere Herausforderung erwartete. Willkommen, willkommen, liebe Freunde. Was führt euch auf unseren bescheidenen Planeten? Ich will ja nicht meckern, aber ich find's ein bisschen uncool, hier sofort ungefragt von Bord runtergebeamt zu werden. Ich hätte ja auch auf dem Klo sitzen können. Will nun wirklich niemand sehen oder riechen. Klowitze, super, ihr beide seid ja ein richtiges Comedy-Duo. Aufführung morgens und abends. Haha, ich lach mich kaputt. Lola, wenn wir hier nicht untergehen wollen, müssen wir gleich brutal liefern. Könnten wir uns mal aufs Wesentliche konzentrieren? Was ist wesentlicher als der größte Lacher? Guten Tag, Dr. Drake. Wir sind eine Abordnung der Sternflotte. Das ist Captain Cole Staunton. Ich bin Agent Meriwether, direkte Untergebene von Commander Mason. Er lässt Sie herzlich grüßen. Oh, wie schön. Sie war schon immer eine geübte Rednerin. Wir sind gekommen, um Captain Kite Logan in Gewahrsam zu nehmen. Er hat ein wichtiges Gerät der Sternflotte gestohlen. Ach, Sie meinen den Transmitter? Genau, Chef. Captain Logan können Sie gerne bekommen, obwohl meine Haustiere sich so darauf freuen, mit ihm zu spielen. Ayla, bringen Sie mir mal die Haustiere und Captain Logan vorbei. Sehr nett von Ihnen. Bitte, bitte. Aber den Transmitter, den bekommen Sie nicht so billig. Da müssen Sie schon etwas für mich tun. Der Transmitter ist mein Eigentum. Wenn ihn jemand zurückbekommt, dann ich. Tja, mein, dein. Das sind so alte Konzepte. Hier auf Luna 7 gehört einfach alles mir. Wenn Sie den Transmitter wiederhaben wollen, müssen Sie mein Herz erfreuen. Solange ich nicht tanzen muss, bin ich zu allem bereit. Nein, nein. Ich liebe Spiele. Fußball besonders. Spielen Sie gegeneinander. Und der Sieger bekommt den Transmitter. Au, Backe. Fußball ist ja noch schlimmer als tanzen. Kein Ballgefühl, was? Ruhe auf den billigen Plätzen. So you wanna know about dinosaurs? That's fine, of course, I got time to source my knowledge on the matter to you all. Ist was, Doc? Die Tiere wollten gerade anfangen, mit Captain Logan zu spielen. Captain Staunton, das ist Ayla, meine Tierbändigerin. Eine sehr fähige Weggefährtin. Wo haben Sie denn die beiden Dinos her, selbst gestrickt? Das sind Souvenirs unseres letzten Zeitsprungs. Zeitsprung, ja. Sie scheinen es echt drauf zu haben, Chef. Wie heißen die beiden Putzelchen? Das ist Shirley und das ist Bessie. Nicht streicheln, sie hatten noch kein Frühstück. Cole, hol mich hier raus! Ist das der Captain Kite Logan, den Sie suchen?
Ich würde jetzt so gerne Nein sagen. Es ist nicht einfach, ein anständiger Kerl zu sein. Blondie, entscheide dich. Wenn du ihn kennst, muss ich auf die schnelle 80 Kilo rohes Fleisch auftreiben. Das sind eine Menge Ziegen. Sorry, Lo, aber ich glaube, ich bin schockverliebt. Dr. Drake, das ist in der Tat unser Captain Kite Logan. Wir hätten ihn gerne zurück. Viel Spaß bei der Jagd, Pippi. Stanton, ich glaube, deine Freundin ist sauer. Wir sehen uns. Okay, Leute, wie drehen wir das Ding? Finden wir erstmal heraus, wer von uns Fußball spielen kann. Also, ihr wisst ja, dass ich kein Ronaldo bin. Ach komm, du bist doch flink wie ein Wiesel. Ah, Kite Logan kehrt zurück. Und gleich versucht er, unser Wohlwollen zu erschleimen. Komm mal runter von der Kanzel, Hochwürden. Wenn ihr Luschen den Hauch einer Chance gegen Darren Kings Truppe haben wollt, braucht ihr mich in eurer Mannschaft. Leider hast du da recht. Aber glaub nicht, dass ich dir weiter traue, als ich dich werfen kann. Mit deinen Bandscheiben kriegst du mich kaum vom Fleck. Hut ist ein großer Motivator, Kaiti. Ja, ist schon gut, ich hab's geschnallt. Du bist sauer. Ich gebe zu, Iron Drake war sicher nicht die beste Idee, die ich hatte. Der Typ ist der Irrsinn in Person. Und du hast ihn den Transmitter gegeben, du Heini. Wer Spike erzürnt, wird zum Heini. In 5 Minuten beginnt das Spiel. Können wir das Geplänkel mal lassen und uns eine Taktik überlegen? Für die Strategie brauche ich keine 5 Sekunden. Wenn ihr den Ball habt, dann immer weg von mir und weiter an Kite. Dein Vertrauen ehrt mich. Und danke für die Rettung und so weiter. Leute, spult mal vor, jetzt wird's kitschig. Hey Doc, könnte ich mich nicht gegen einen meiner Lieutenants auswechseln? Ich bin kein großer Fußballer. Sorry, Captain. In meinem Spiel muss der Captain immer dabei sein. Und damit es besonders lustig wird, kette ich sie beide aneinander. Kinch, die Ketten bitte. Ja, Chef. Was soll das hier werden? Ein Remake von Flucht in Ketten? Flucht würde ich Ihnen nicht empfehlen, Captain. Flucht verdirbt das Spiel. Wenn das Spiel verdorben ist, werden meine Haustiere sauer. Wenn sie sauer werden, kriegen sie Hunger. Ich hoffe, Sie verstehen, wo das hinführt. Zu einem richtig miesen Crossover zwischen Flucht in Ketten und Jurassic Park. Jurassic Ketten. Ein Film, den auch der bekloppteste Produzent nicht durchgewunken hätte. Mal schauen, ob ihre Füße auch so flink sind wie ihre Zunge. Hey Darren, wäre jetzt ein guter Moment, um unser Kriegsbeil zu begraben und gegen den gemeinsamen Feind zu kämpfen? Kumpel, so wie ich das einschätze, haben wir euch in 10 Minuten eingetütet. Ich könnte auch nur blöffen, ein schlechter Spieler zu sein. Ja genau, ich tippe eher auf einen geblöfften Bluff. Das ist mir zu hoch, da spiele ich lieber Fußball. Aber Captain Cole Staunton hatte nicht darüber getäuscht, ein schlechter Spieler zu sein. Er war tatsächlich hundsmiserabel. Captain, das ist das falsche Tor. Warum läuft Darren King plötzlich mit mir? Bin ich etwa vom eigenen Tor? Halt dich vom Ball fern, Coley. Erstmal können wir lachen. King klebt an der Pille und ich an ihm. Aber das Spiel brachte auch die Gelegenheit, einige offene Rechnungen zu begleichen. Was ist das hier? Fußball oder Wrestling? Ich hasse Menschen, elend emotional. Und Ansehen wenigstens teilweise zurückzugewinnen. Es war mit Abstand das chaotischste Spiel, das die Galaxis jemals gesehen hatte.
Leider war sich der Initiator der Begegnung, Iron Drake, nicht bewusst, dem historisch schlechtesten Spiel aller Zeiten zuzuschauen. Sonst hätte er, der Rekorder aller Art so sehr liebte, folgenden Satz nicht bereits nach 33 Minuten gesagt. Leute, 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 wir müssen mal etwas Pep in eurer verschlafene Rumba bringen. Kinch, bring den Transmitter vorbei und tausch ihn gegen den Fußball aus. Mal gucken, was passiert, wenn ihr ihn ins Tor prügelt. Wird gemacht, Chef. Drake, bist du wahnsinnig? War das eine rhetorische Frage? Bei dieser Kräfteeinwirkung könnte uns der Transmitter in eine andere Dimension katapultieren. Leute, wir müssen uns weigern, bei diesem Irrsinn mitzumachen. Shirley und Bessie hatten heute noch kein Mittagessen. Richtig, Eile? Richtig, Doktor. Das Frühstück war auch eher dürftig. Na bitte. Entweder ihr spielt oder wir haben gleich Jurassic Captain hier. Klar, Captain? Aber sowas von. Scheint, als hätten wir keine andere Wahl. Darren, ganz vorsichtig, okay? Glaubst du, ich will hier hops gehen? Schneller, schneller, hopp, hopp, hopp. Und im unwahrscheinlichsten Moment entdeckte Captain Cole Staunton den Diego Maradona in sich. Unglücklicherweise ließ er ihn auch noch frei. Na bravo! Und wo sind wir jetzt? Das erfahren wir in der nächsten Folge der Abenteuer der Bacheldor. Geschmeidiger Übergang, was? Wie hältst du es mit dem Typen nur aus?